Moin Leute, da bin ich wieder. Heute mal draußen unterwegs. Wie ihr seht, recht planlos. Ne, Quatsch. Ja, Wetter ist mega und richtig gut. Und da habe ich gedacht, ich nehme euch einfach mal mit hier ein bisschen raus in die Natur sozusagen und will euch mal ein bisschen berichten, wie denn so hier meine Tage sind in Kiel oder so die Tagesabläufe, sage ich mal. Weil bis jetzt kam ja auch noch kein Vlog aus Kiel. Wird sich sehr bald ändern. Ich bekomme relativ bald Besuch und da werde ich auf jeden Fall was filmen. Da werden wir noch ein paar geile Ausflüge machen. Und das werde ich auf jeden Fall auf Kamera festhalten. Aber bis jetzt kamen halt sonst keine Vlogs und ja, hat einfach den Grund, ich muss mich halt selber hier mal so ein bisschen einleben, quasi. Bin ja jetzt auch erst 2,5 Wochen hier oben in Kiel und musste dann ja auch erstmal mit der Wohnung und der neuen Arbeitsstelle und diese ganzen Dinge klarkommen, nenne ich das jetzt mal, ne? Also ich sag mal wirklich einleben und hatte da einfach nicht so viel Zeit, um dann zu vloggen und hab halt auch ja nichts Spannendes gemacht, sagen wir mal. Ja, also bringt ja nichts, wenn ich euch dann die Kamera anschmeiße und euch dann im Endeffekt zeige, so ich fahre jetzt zum Einkaufsladen, so ich war jetzt einkaufen und so ich bin jetzt wieder zu Hause. Das ja ist ja ziemlich langweilig, würde ich behaupten. Und ja, aus diesem Grund habe ich das dann auch einfach nicht getan. Für die, die es aber interessiert, wie sieht mein Tagesablauf jetzt hier oben so aus, weil der hat sich ja wirklich mega drastisch verändert. Ich war ja eine Zeit lang aufgrund Corona und Covid, was ja eine dasselbe prinzipiell ist, freigestellt auch und habe mich um unseren kleinen Sohn gekümmert. Und jetzt geht's halt wieder, oder bin ich wieder ganz normal im Arbeitsleben. Und dementsprechend stehe ich natürlich dann morgens auf, mache mich zur Arbeit, bin dann bis nachmittags, abends auf der Arbeit und dann geht's wieder heim. Und da stehen dann ganz normale Dinge an, wie mal kaufen gehen, auch mal ein chilliger Abend einfach, Freunde treffen, kochen und YouTube. Ne? Also relativ viel YouTube, Videos schneiden, Videos produzieren. Ich produziere ja trotzdem Videos, auch wenn ich hier oben bin und jetzt halt noch keinen Vlog produziert habe, aber andere Videos entstehen ja hier oben auch in Kiel und werden hier geschnitten und da geht natürlich auch ein wenig Zeit für drauf und das war es dann aber auch schon so im Großen und Ganzen. Und da ist halt jetzt bis jetzt nicht immer irgendwie was dabei gewesen, wo ich gesagt hätte, oh ja, das lohnt jetzt mega und das bann ich jetzt auf Kamera, weil da bin ich dann nicht der Typ für, nur Videos machen, um Videos zu machen. Also ich denke, ihr wisst, wie ich meine, ist auch unnötig. Ne? Also wenn, muss es sich auch schon lohnen irgendwie und Spaß bringen und ja, das dazu wird sich aber wie gesagt in nächster Zeit ändern. Ich denke mal, wenn ich da mal eine Zeit lang, jetzt kommt ja noch ein Bus, Moment, ich muss mal hier rüber, wenn ich da mal eine Zeit lang mich hier oben eingelebt habe und dann auch im Job gefestigt bin, sage ich mal, und eingearbeitet bin und so, dann wird er auch sicherlich mehr in die Richtung kommen. Der Sommer beginnt ja auch gerade erst. Ja, Wetter in Norddeutschland ist ja dann auch doch deutlich wechselhafter, aber dann werden da auf jeden Fall auch mehr Vlogs kommen und wie gesagt, in naher Zukunft auch schon ein paar, denke ich, weil ich Besuch bekomme und wir da echt ein paar coole Ausflüge geplant haben und das halte ich natürlich dann auch mit der Kamera fest. Ja, so viel dazu. Dann habt ihr vielleicht da so einen kleinen Überblick, wie so meine Tage jetzt momentan hier aussehen, also recht unspektakulär. Und
bist, was in Zukunft dann kommen wird noch oder was ich da auf jeden Fall geplant habe. Da kann man auch herlatschen. Und würde mich natürlich saumäßig freuen, wenn ihr dann auch in Zukunft die Videos euch anschaut und somit vielleicht, wenn ihr Bock habt, auch meinen Kanal abonniert. Ich freue mich natürlich über jedes Abo, absolut megahaft, kann man sagen. Und freue mich natürlich auch über jeden Daumen nach oben und auch über jeden netten Kommentar. Und sage dann wie immer, jetzt zum Schluss des Videos, vielen Dank an euch fürs Rein- und Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und hoffe, wir sehen uns und hören uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann, ciao.